Without it, I'll be trapped forever and the universe is toast. Na klar, das Universum ist tot. Welch hübsche Gegend. Ich bin überrascht. Wir sind im Wald. Die TARDIS ist gekonnt abgeparkt. Oh my days! Why didn't you pick up that big shiny tablet? Look, I've got to be quick, because you're not alone in the forest anymore. So just listen. Ah, okay. Warum sollte ich? You're Lucia Minor. The time glitch that just happened messed up the reality of this place. The Slicers have invaded, and with them, the Tazners. Mhm. They've trapped me somewhere. If you want to get your hands on that crystal, you're gonna need my help. So come set me free. Okay. Das klingt ein bisschen nach Falle. Hübsches Lagerfeuer? Was haben wir hier? Okay. Oh my days! It really is you! I couldn't wait to see you again. Look, I've got to be quick because there's a time glitch like imminent. So just listen to me. You're on Lucia Minor. Everyone thinks everything is okay, but it's not. That's about to happen will change everything. The Slicers will have invaded this place. The Tazners. But you can't help. You have to help. Ja. Das ist aber die Musik ein bisschen laut. Aber ich kannte nichts. Ne, es gibt nur Gesamtlautstärke. Ja, genau. Dann müssen wir auf die Abmischung des Entwicklers vertrauen. Yay. Ja, wir folgen dem Weg. Mal sehen, was uns so in diesem Wald begegnet. War ja jetzt wieder klar, dass das alles nicht so einfach wird. Da müsste ich doch direkt wieder zurück. Ja nun. Es ist Nacht. Ah, ein kleines Zeltlager. Da ist was gekrabbelt. Da ist ein Baseballschläger. Ich habe einen Baseballschläger. Gutes Zeug. Ein weiterer Gegenstand. Mhm. Ja. Ja, okay, okay. Das kann ich anmachen. Aber erstmal haben wir hier noch ein Zettelchen. Danke. Das Funkgerät kann ich nicht öffnen. Okay. Ja, 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 ja. So, die Tasmas. Oh, okay. Tasmas sind gescheiterte Zlüster. Mhm. Von dem schönen Verband. Leben und jagen sie in den Schatten. Jeglicher Anschein ästhetischer Ähnlichkeit mit den Zlüstern ist längst verschwunden. Obwohl ihnen das wahrscheinlich nicht klar ist. Sie sind verbittert, grausam und fügen verzweifelt allen Individuen Schaden zu, die nicht zu ihnen gehören. Eigentlich müsste man sie bemitleiden. Sie sind wahrlich verloren. Okay. It's really dark, isn't it? We could probably use some light. Ja. Sehr gut. Die Dame ist schon sehr belastend. Huh?
Eine Taschenlampe. Sie ist toll. Okay. Ich hoffe, es ist eine unendliche Taschenlampe. Ich folge dem Weg. Man kann zumindest sagen, die Taschenlampe funktioniert. Jetzt gar nicht so gut. Das ist aber kein Baumknarksen. Da haben sie ein bisschen eine Kack-Audio-File benutzt. Muss ich mal so sagen. Die Schatten sind auch geil. Eigentlich geht's da weiter. Was ist das? What is this? Gibt's hier irgendwas? Ach, das sind einfach Leuchtekäfer. Okay. Das ist in Ordnung. Oh. Oh. Ich habe normales und Schwarzlicht. Warum weiß ich das jetzt erst? Dann lass ich doch mal das Schwarzlicht an. Entdecke ich dann irgendwas? Oh, oh. Aha. Aha. Das finde ich gut. Das ist eher nicht ganz so gut. Eine E-Gitarre. Ja, ein weiterer guter, toller Gegenstand. Und hier geht's nicht weiter. Okay. Okay, okay, okay. Hier ist auf jeden Fall was lang gelaufen. Mehr als das. Es ist teilweise lang geschliffen. Okay, das ist der offensichtliche Weg. Dann nehme ich mal den. Da war es. Glaube ich. I'm detecting another glitch, and I think something's trying to get through. Okay. Was ist das? Ich kann es nicht benutzen. Ich bin mir unsicher. Beides scheint irgendwie richtig zu sein. Welchen Weg nehme ich denn jetzt nun? Hier ist auch lang geschliffen. Okay, hier scheint es wirklich weiter zu gehen. Dann nehme ich echt mal den anderen Weg. Und schau mal. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es hier großartig alternative Wege gibt. Hier gibt
gibt's auch keine Tapsen mehr und nichts. Something's very not right with this place. Mhm. Das sehe ich auch so. Vorne ist noch mal was. Aha, aha. Ein Zettelchen. Nochmal ein Funkgerät und sowas. Ja, aber hier gibt es zumindest ein Zettelchen. Wir schauen mal. Natürlich wieder durchblättern. So, das hatten wir. Die TARDIS. Oh, warte mal, welches hatten wir dann jetzt nicht da davon? Cyber Reaper Ursprünge? Das macht Sinn. Eine Legende besagt, dass der Cyber Reaper am Ende des letzten großen Cyberkriegs geboren wurde. Auf den rauchenden, blutgetränkten Feldern von Rüsenbach, okay, Reisenbach, liegen neben menschlichen Leichen auch zerbrochene Körper von Cybermen. Okay. Niemand weiß genau wie, aber Teile der zerschmetterten Cyberkörper setzten sich wieder zu einem Wesen zusammen, als ob sie durch schiere Willensstärke und Rachegedanken zusammengefügt und zum Leben erweckt wurden. Okay. Das klingt wild. Ich find's kacke, dass das Journal sich nicht gleichmäßig füllt und ich mir dann immer raussuchen muss, was jetzt gerade dran ist. Wenn das noch viele mehr werden von den Texten, dann sehe ich da Probleme. Irgendwann noch festzustellen, welche ich noch nicht gelesen habe. Okay, das war jetzt wirklich nur so ein Nebendings. Für ein nettes Collectible. Wir müssen doch irgendwann wieder Fußstapfen auftauchen, oder? Beziehungsweise Tropfen und so. Ah, hier. Okay. Ja, ein bisschen Sauerei. So, jetzt geht's aber hier weiter. Okay. Eine Ruine. Hallo, guten Tag. Noch so ein Ding. Ein grünes und ein blaues, was auch immer. Für irgendwas. Ich hätte zumindest teilweise den anderen Weg gehen müssen. Ich will oder nicht. Jetzt will ich hier nur noch mal gucken. Ob noch irgendwo was rumliegt. Aber es sieht nicht sehr danach aus. Gehen wir da mal rein. Ein Stein. Toll. Okay. Ich hoffe, ich brauche das noch. Und hab nichts verpasst. Oh, dürfte eigentlich nicht. Das ist eine sehr kräftige Lampe. Oh. Ah, oh ne, ein Rätsel, oder? Shit. Dann noch so ein blaues Ding. Ah, okay. Ich habe zwei blaue und ein grünes. Mir fehlt ein rotes. These plugs look like they can be moved.
Hier haben wir ein rotes. Und hier haben wir ein grünes. Okay. Das heißt aber, ich muss das hier rausnehmen, oder? Das ist ja jetzt doof. Warum kann ich das nicht? Natürlich geht das nicht. Ja, ja. Ja, ja, natürlich. Okay, für das Bild ist der... Oh, muss ich die kombinieren? Muss ich die kombinieren? Ist das hier noch ein blaues und das noch ein rotes? Weil das nicht voll ist? Das hier könnte grün und... Ah, okay. Warte mal, wie viele habe ich davon? Ich habe 3. Und ich brauche 6. Mit denen zusammen habe ich aber nur 5. Wo ist Nummer 6? Ich habe halt kein rotes. Ich habe nur dieses rote. Ja, 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 ja. Ah. Okay, das kann ich auch wieder entfernen. Das geht. Okay, hier müsste theoretisch ein rotes rein. Ah, hier kann ich aber gar nicht. Weil ich kein rotes habe. Okay. Zweite von links unten. Nee, ich will das zweite. Das da. Da kommt ein blaues rein. Okay. Dann 3 frei vom roten. Und da müsste dann ein grünes rein. The plugs need to be placed in the right socket before you can flip the switch and activate the lift. Okay, 1 runter und 3 frei. Dann muss hier ein blaues. Das funktioniert natürlich nicht. Okay. Achso, die stecken jetzt alle richtig. Deswegen kann ich die auch nicht mehr wegnehmen. Verstehe ich. Ich habe auch keins mehr. Wo kriege ich denn noch eins her? Ich brauche noch eins. Ich brauche ein rotes noch im Grunde genommen. Genau. Ich brauche noch ein rotes. Ist das jetzt, wenn ich weitergehe oder... Habe ich eins vergessen? Oder übersehen? Oder was auch immer. Das ist jetzt die ultimative Frage. Noch so ein Ding. Ich traue mich halt nicht weiterzugehen, das aus Versehen zu übersehen. So, hier war eins drauf, das hatte ich. Okay, und zu allen hat eine Spur geführt. Das heißt, ich gehe einfach mal weiter. Ich gehe jetzt einfach mal schwer davon aus, dass ich das Rote halt noch finde. Warte mal. Warum ist hier an der Wand? Da ist ein Fleck an der Wand. Hat sich da abgestützt, oder? Hm. Tja, mir fehlt noch ein Rotes. Ja, aber hier stimmt. Hier führt kein Weg mehr entlang. Ich muss noch was finden.
war ein rotes. Ich werde hier auf keinen Fall irgendwas aktivieren. Das ist der Aufzug. Okay. Das ist der Aufzug. Mhm. Also ich muss wirklich noch ein rotes finden. Sonst komme ich auch gar nicht weiter. Okay. Wo könnte denn das rote sein? Wo könnte ich das übersehen haben? Alles Kacke. Kann ich mit dem irgendwas machen? Nee. Use that diagram to help you find the right positions. Ja. Die right positions sind mir schon bewusst. Mir fehlt nur ein rotes Dingsbums. Eine rote Sicherung. Hier drin auf jeden Fall nicht. Soweit sind wir schon. Gut, 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 gut. Wer sucht, der findet, heißt es dann jetzt wohl. Das ist bestimmt relativ am Anfang übersehen, oder? Was anderes würde mir dazu nicht einfallen. Hier kann ich relativ weit umlaufen, aber nein. Hier ist auch nichts. Ich habe die Schwarzlichtlampe relativ spät erst gesehen und angemacht. Ich sollte vielleicht doch nochmal alle durchgehen. So, hier hatten wir auch eins gefunden. Und zwar hier drauf. Aber hier am Ende, ich renne nochmal hin. Bei dem Zeltlager war nichts. Da war halt nur dieses Papierchen. Gucken natürlich zur Sicherheit nochmal nach. Was ist das? Ein Fläschchen irgendwas. Okay. Ja, hier war nichts. Sind auch nur weitere Fläschchen. Unten. Oh, ein Hut. Den habe ich überhaupt nicht gesehen. Okay. Ist aber nur ein Sammelobjekt. War es zumindest gut, hier nochmal hinzulaufen. Jetzt müssen wir aber noch den Rest zurücklaufen. Und schauen, wo wir die rote Sicherung finden. Das ist jetzt eigentlich schon wieder nervig. Naja. So, hier sind wir wieder auf den Spuren. Bis jetzt haben alle Spuren immer dahin geführt. Zu den wichtigen Objekten. Also folgen wir denen. Soweit wie es geht halt. Ah, hier sind einfach keine. Das ist ja toll. Liegt aber auch nichts, oder? Im Gebüsch oder so. Ich weiß nicht, wozu man hier reingehen kann. Lücke macht irgendwie keinen Sinn. Außer ich hätte da so ein rotes Ding gefunden. Das ist ein Stock. Das ist eigentlich alles extremst linear.
Also wo könnte ich so eine Kacksicherung übersehen haben? Hier haben wir die Taschenlampe bekommen. Ja, kann ich wieder zumachen und so. Das ist aber nicht relevant. Okay. Und hier sind wir am Anfangslagerfeuer. Und das ist die TARDIS. Das ist alles recht hübsch. Aber keine rote Sicherung. Kann ich hier hoch? In der Tat, ich kann hier hoch. Hilft mir aber alles nur sehr bedingt. Ich kann noch mal so machen. Ein bisschen mehr sehen. Flecken sind hier eh gerade keine. Hier kann ich nur gucken. Das hilft mir aber auch nicht. Wo komme ich hier jetzt raus? Hier komme ich hier wieder raus. Okay. Ah, den Weg hatte ich gar nicht gesehen. Aber hilft mir halt überhaupt gar nichts. Auch nicht hin. Muss echt gucken, ob ich noch irgendwo in irgendeine Schlippe rein kann oder so. Die mich zu einer roten Sicherung führt. Ja. Ich bin bestimmt wieder unendlich blind. Hab das schon längst gesehen. Beziehungsweise bin schon 1 Million Mal dran vorbeigelaufen. Leuchtet ja eigentlich auch. Da muss ja irgendwo was Rotes leuchten. Theoretisch. Das hier irritiert mich halt immer noch. Aber hier ist einfach nichts. Hier ist einfach wirklich nichts. Schattentexturen flimmern ganz schön. Aber hier ist wirklich nichts. Nichts tun. Hier ist das Lager. Das ist auch in Ordnung. Ich bin wirklich blind.
Und da haben wir die rote Sicherung. Sehr schön. Vervollständigen wir das Ganze. Dum, 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 dum. Erstmal den ganzen Weg wieder hin. Ein in die gute Stube. So, jetzt aber. Links oben ist drin. Das heißt, zweite von rechts und dritte von rechts. Zweite von rechts und dritte von rechts.